Komm, das Prisma gehört mir! Geron, warum habe ich dich bei Arauke noch nie gesehen? Ich bin kein Bote. Die Nachricht habe ich jemandem abgenommen. Ich bin hier, um das Prisma zu stehlen. Ich lache! Und jetzt pass gut auf. Siehst du die Handarmbrust hinter mir? Eine falsche Bewegung und es war deine letzte. Ein unbedachtes Wort und deine Kehle ziert ein Bolzen. Versuch mich zu bestehlen und du wirst gegen die Pforte des Totenreiches pochen und um Einlass betteln. Meine Hand mag zittern, aber auf diese Entfernung treffe ich die Läuse auf deinem Kopf. Glaub mir, Neuling, das Leben ist zu kurz, um mit dem Feuer zu spielen. Das Glück ist eine launige Hure. Steht etwas Schlimmes in der Nachricht? Was geht dich das an? Kann ich sonst noch etwas tun? Halte dich in der Nähe, bis meine Antwort an Arauken fertig ist. Wenn du durch diese Tür trittst, wird mein Wächter dich durchsuchen. Also lass deine verdreckten Finger von meinen Schätzen. Ach ja, nimm diesen Anker. Sein erster Träger hat ein vorlautes Maul. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Warum wollen die Walfänger dieses Prisma von euch rauben? Es ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. Eine Welt des Lichts. Eine Welt der Heilung. Und mehr musst du nicht wissen. Habt ihr kein Mittel gegen den Ausschlag? Lebertran. Die jüngste Wunderkur der Quacksalber. Verzweifelte Hoffnung ist das Brot der Todgeweihten, nehme ich an. Mach dich nützlich und hol meine Flasche aus der Anrichte. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Wenigstens das Pulver weg. Das juckt in der Wunde, als hätte ich die Zögernpocken. Ei, was, Kindchen. Pülverchen regt Heilung an. Wickeln, wirken lassen, wechseln. Ist Mittelchen von Minkas alter Mume. Aber es brennt. Etwas von dem Pulver geben? Bist verletzt, Kindchen? Nein, siehst ganz Biene aus. Mein Pülverchen ist nur für Verletzte. Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten Verbänden haben? Auf keinen Fall! Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt es zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Biene. Sag mal, Nuri. Kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist... Sag mal, Nuri. Hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Bin gleich zurück.
Ein verwaister Eisenring. Zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Das Zeug juckt tatsächlich. Ich schätze, das soll einen dieser Walfische darstellen. Ein sonderbares Licht dringt aus seinem Maul. An der Klappe sind Warnglöckchen, hinterhältig. Dieser Harm muss reicher sein als der König. Was auch immer Lebertran ist, es sieht widerlich aus. Ein Schmuckkästchen oder eine Geldkassette. Allein diese vollgewachste Schale muss Dukaten wert sein. Wollen wir doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Juckmittel wirklich ist. Euer Lebertran. Danke. Was ist das? Es wird wieder schlimmer. Das halte ich nicht aus! Verfluchter Sumpf. Einen Schritt weiter, aber an den Schlüssel komme ich immer noch nicht. Vor der Hafentaverne grölen immer noch die betrunkenen Seefahrer. Das Schiff scheint schon einige Kämpfe gesehen zu haben. Wie unser Fahnenmast auf dem Burgplatz. Nur andersrum. Und mit Boot. Sag mal, Nuri. Geh doch mal in das Beiboot am großen Schiff. Willst du mit mir schaukeln? Nein, ich will nur, dass du dich ins Beiboot setzt. Ich krieg dich doch noch zum Schaukeln. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Nuri angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Du musst mir helfen. Siehst du das Loch dort im Fenster? Ich mache es heil. Nein, nimm diesen Anker. In der Kajüte ist ein Schlüssel.
Er sieht aus wie diese Grete. Du musst mit dem Anker durch das Loch danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Gut. Denn wenn etwas schief geht, bin ich tot.